Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch was Cooles aus der neuen Special Plus Serie, und zwar den Gebäudereiniger. Den finde ich ganz cool. Hier seht ihr ihn, hat eine ganze Menge Zubehör dabei, ein Eimer, Putzzeug, so eine Sprühflasche. Und was ganz cool ist, so ein Saugnapf, den zeige ich euch später. Das Set kostet 3,99 € und ihr bekommt es im Internet bei Amazon, eBay, MyToys oder auch im normalen Spielzeugladen. Hier seht ihr nochmal den Saugnapf. So, und dann gucken wir mal rein. So. Hier die Anleitung noch und die Schnur, die später am Gebäudereiniger dann befestigt wird. Ein Putztuch und die Anleitung. Aber da gibt es ja nicht viel zum Zusammenbauen. Jetzt machen wir mal die Tüte auf. Und da ist er schon. Hier seht ihr ihn. Bekommt noch eine Mütze auf seinen Kopf. Hier seht ihr ihn aus der Nähe. Mit einer Sonnenbrille. Ganz cool. Braunen Haaren. Grauen Pulli. Und einer blauen Arbeitshose. Sieht richtig toll aus. So, der Gurt wird dann um die Schulter gelegt. So, die Arme hier durch. Und dann wird hier dieses Gummiteil um ihn rumgelegt und hier wieder eingeklipst. So, jetzt habe ich das Seil, die Schnur befestigt, da kommt hier vorne so ein Halter hin und der wird dann auf der Playmobil-Figur aufgesteckt. Seht ihr vielleicht, da oben sind so zwei Löcher. Hier, und das kommt dann hier drauf. So. Und an einem Ende von der Schnur befindet sich ein Haken. Den macht ihr dann irgendwo am Gebäude fest. Dann kommt hier ein Saugnapf, den macht ihr auch am Gebäude fest. Und hier ist ein Griff, den drückt ihr der Figur in die Hand. Und dann könnt ihr da auch die Höhe verstellen. Einfach dran ziehen und dann geht er rauf und runter, aber das zeige ich euch gleich nochmal am Gebäude. So, und hier, da werden dann Knoten reingemacht, damit es auch hebt, damit die Haken nicht runterrutschen. So, jetzt zeige ich euch noch das Zubehör. Da ist ein Eimer dabei mit einem Haken. So, den könnt ihr hier an der Seite befestigen. Und da könnt ihr das ganze Putzzeug rein. Hier eine Sprühflasche. Dann noch so eine Flasche mit Reinigungsmittel. Und das Wichtigste für den Gebäudereiniger, so ein Abzieher, damit die Scheiben trocken und sauber werden. So. Und natürlich ein Tuch, das habe ich ja vorhin schon gezeigt. So, und jetzt zeige ich euch den Gebäudereiniger im Einsatz am Gebäude. So, jetzt ist der Gebäudereiniger am Shopping Center bereit zu seinem ersten Einsatz. Da müsst ihr einfach hier die Schnur ziehen und dann geht es schon nach oben. Hier seht ihr nochmal, ein Haken ist oben am Dach befestigt. Und hier der Saugnapf an der Scheibe.
Und so kann er sich dann hochziehen. Oder beziehungsweise ihr. So, und er ist schon kräftig beim Arbeiten. Reinigt die Scheiben. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, weiterempfehlen und ganz viele Kommentare schreiben. Und bis bald, bis zum nächsten Video. Euer Serratus 1.